Hallo und willkommen zurück. Ich würde sagen, wir hören uns erstmal den Song an. Dann wird dreckiges Geschirr abgespült und was auch sonst noch so anfällt. Aber was ist der Song, den Jet geliebt hat, bis Gabe es ihn hat aus den Ohren rauskommen lassen? Okay. Hören wir uns das berüchtigte Lied mal an. Ja, absolut. Wahrscheinlich hinten dann jetzt, oder? Oder wird sowas vorne hingepackt? Nein, es ist nicht hinten, Unjo. Ja gut, dann klicken wir hier nochmal durch. Alabaster irgendwas war das, ne? Hier ist es auch nicht. Da, Alabaster Daydreams. Aber das war doch vorher schon da. Wie weird. Vielleicht war nichts eingelegt. Ohrwurmjägerin, Trophäe erhalten. Wie geht's denn jetzt der Studentin, die sich das Lied gewünscht hat? Oh, sie ist glücklich. Das ist es. Alabaster Daydreams. Das kann doch nicht. Na, aber gerne doch. Süß. Das war wholesome. Sprechen wir mit Eleanor. Hey, Eleanor. Wie geht's? Mir geht es gut. Danke, Liebes. Das ist gelogen, dass Liebes. Dass du mir vor ein paar Wochen geholfen hast, weiß ich wirklich zu schätzen. Das hat mir viel bedeutet. Aber natürlich. Schön, dass ich helfen konnte. Wenn ich mir selbst Unterstützung organisieren könnte, das können wir ja schon. Müsste Riley nie von meiner Krankheit erfahren. Ich würde ihr nicht zur Last fallen. Wir können also sie nicht... Ja, es steht uns eigentlich auch nicht zu. Ich dachte gerade, wir können sie halt nicht darauf aufmerksam machen, dass wir es besser wissen. Aber, ja, es ist halt, es geht uns halt auch nichts an, ne? Wenn sie nicht drüber reden will, dann will sie offensichtlich nicht drüber reden. Und was könnten wir auch tun, ne? Aber es tut mir leid, dass sie da, ja, sich so alleine mitfühlt. Hey, bereitest du dich auf das Lab vor? Oh, hey. Ja, ich versuch's. Hoffentlich hat Ethan Lust drauf. Alright. Ist bei dir alles okay? Oh. Ja. Ich denke, es wird ihm gefallen. Was steht denn da so alles? Scrolls of Nimbleness, ein Gold? Oh, dann wird sie eine Magierhändlerin sein. Spells, Divination, Necromancy, Illusions, Überall steht Healing. Noch dreckiges Geschirr herum. Das sollte ich abräumen. Machen wir gleich. Scroll Advantage. Ach cool, dann ist sie eine... Eine Handelsmagierin oder so. Sie ist quasi Carla. Okay, Ducky. Heute wird eine lange Nacht. Ist es immer. Jedes Jahr das Gleiche. Heute findet doch das Frühlingsfest statt. Ich frag mich, was nicht stimmt. Ja, warum macht ihn das traurig? Hey, Ducky. Ist bei dir alles okay? Natürlich. Ging mir nie besser. Okay. Freut mich zu hören. Gerade die älteren Leute haben irgendwie extra Probleme, sich uns anzuvertrauen. Heute wird eine lange Nacht. Ist es immer. Vielleicht ein Unterschied der Generationen. Ducky hätte mir fast mein erstes Gehalt abgeluchst. Gut, dass Jet dazwischen gegangen ist. Geil. Dann räumen wir mal auf. Wird Zeit. So, da haben wir das erste Geschirr schon mal weggepackt. Dann stand da hinten auf jeden Fall noch etwas. Bei der Joggerin. Oh, sie hat nicht aufgegessen. Was soll denn das? Was soll das? Einfach so ein perfekt angeschnittener Burger noch. Oh, Diane. Genau deswegen wollte ich warten mit dem Abräumen. Sie ist hier. Hey. Voll unauffällig. Hallo. Ich bin gleich bei dir. Nice. Aber ich glaube, wir haben noch nicht alles an Geschirr abgeräumt, nicht wahr? Ich schau mal lieber nach Steph und Ryan. Ja, warte. Ich glaube, wir hatten noch nicht alles. Oder waren es wirklich nur die beiden?
Lass mal eben noch gucken, weil wenn dann noch was über ist, würde ich das gern noch abräumen. Vielleicht gibt es da ja irgendwie ein Achievement für oder später in der Bewertung. Ist ja keine Bewertung, ne? Aber diese Kapitelzusammenfassung, die meine ich damit. Nee, das scheint es gewesen zu sein. Ja, okay. Dann nevermind. Dann gehen wir doch erstmal zu Ryan und Steph. Und danach dann rüber zu Diane. Okay, sie ist hier. Was ist der Plan? Wir haben sogar zwei Pläne. Oh? Aber wir müssen sie noch ausarbeiten. Lass mal hören. Was genau soll ausarbeiten in dem Fall bedeuten? Das bedeutet, dass Ryan nicht zugeben will, dass mein Plan perfekt ist. Lass mal hören, lass mal hören. Hier kommt meine Idee. Ich frage Diane einfach nach einem Date. Halt was? Und sie fährt so drauf ab, dass sie nicht bemerkt, wie Ryan Lucan ihren Laptop klaut. Ryan nimmt besagten Laptop mit nach oben und besorgt uns belastende Beweise. Das ist ein Scheißplan. Und vielleicht schleppe ich Diane wirklich ab. Wir werden sehen. Das ist dein Plan? Oh Gott, bitte sag mir, dein Plan ist besser. Ja, besser. Beziehungsweise ist es derselbe Plan. Oh nein! Bin ich die Ablenkung. Weißt du, Steph, ich glaube nicht, dass sie lesbisch ist. Ich glaube, sie steht mehr auf den Naturburschen. So, wie alle, die hier hinziehen. Arbeiten wir sie weiter aus. Okay, vielleicht sollten wir diese Pläne überarbeiten. Was? Der Plan ist todsicher. Es sind nur zwei Schritte. Du wählst einfach nur, wer sie ablenkt. Auf gar keinen Fall. Wir gehen zu Diane und versuchen das mal rauszufinden, wer mehr Sinn ergibt. Du bist die Einzige, die das entscheiden kann. Ich muss jetzt? Oh nein! Uff, okay, lass uns nachdenken. Was wissen wir überhaupt irgendwas über Diane? Können wir ins Menü? Wir können ins Menü, aber ich glaube nicht, dass wir schon mal irgendwas zu Diane hatten. Nee, nicht in den Notizen, in den Erinnerungen glaube ich auch nicht. Boah. Oh, wären wir jetzt live, würde ich euch fragen, was ihr denkt. Ich frage euch trotzdem, was ihr denkt, wie ihr entschieden hättet. Ich glaube, also ich habe keine Ahnung, welche Sexualität Diane hat. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, wir hätten schon mal irgendwas gehört von ihren Sachen. Aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Und ich glaube, das war sogar über einen Kerl gewesen, aber ich weiß es nicht. Und nur weil es ein Kerl ist, heißt es ja nicht, dass sie nicht auch auf Frauen stehen könnte. Also, selbst dann wäre es kein sicherer Guess. Ich glaube, dass Steph allerdings etwas hartnäckiger und einnehmender sein kann, als Ryan es ist. Weil er wirkt wie jemand, der dann vielleicht doch eher nachgeben würde oder sowas. Ein bisschen awkward vielleicht wird. Und ich glaube, Steph kann durchziehen. Deswegen nehmen wir Steph. Probieren wir es mit Steph. Das hat Ryan nicht Krasse gefallen. DJ. Ich bin überzeugt. Sorry, Ryan. Ja, nichts für ungut. Ja, da hast du's. Ja, das ist fair. Okay, danke für eure Mühen. Aber wir wissen nicht einmal, ob sie irgendetwas Hilfreiches weiß. Ich werde versuchen, mit ihr zu reden. Vielleicht kann ich sie aus der Reserve locken, ihre Gefühle lesen. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich eine Ablenkung brauche. So machen wir's. So machen wir's. Stell mal vor, Diane, Quatsch. Das Übliche. Vielen Dank, Alex. Steph kommt gleich rüber. Hey, Baby. Kann ich sie am besten aus der Reserve locken? Es geht. Hilf mir Gabe zuliebe oder ich weiß, du bist verantwortlich. Hilf mir Gabe zuliebe. Du weißt, ich will bloß Gerechtigkeit für meinen Bruder. Bitte. Hilf mir. Wir versuchen es erstmal so. Alex, ich kann dir versichern, dass Typhon für eine vollständige und offene Ermittlung sorgen wird.
Wir wollen die Verantwortlichen finden und sie zur Rechenschaft ziehen, genau wie du. Das ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ich ihr glauben kann. Sie hat ein echt gutes Pokerface. Nicht so wie Mac. Sehen wir mal, was sie wirklich fühlt. Ja. Ich versuche sie erstmal zu lesen. Ich muss versuchen, Dianes Emotionen zu lesen, bevor wir weitermachen. Guck mal, da hinten ist ein Foto. Ihr Kind vielleicht? Wird eventuell später relevant. Armer Gabe. Niemand verdient es, so zu sterben. Oder sie ist die Kleine? Sie ist traurig. Wenn ich sie weiter an Gabes Tod denken lasse, finde ich vielleicht mehr heraus. Oh, vielleicht ihr Bruder oder so. Mal gucken. Ich frag mal zum Bier. Ich wette, du und Gabe habt öfter ordentlich gebechert. Er war ein toller Barkeeper. Er machte die langen Arbeitstage erträglicher. Alle lieben Gabe. William Bloom. Gabe hat ihn geliebt. Er hat bestimmt ein ganzes Jahr damit verbracht, sich seine Musik anzuhören. Echt? Er hatte einen guten Geschmack. Dass wir nie darüber gesprochen haben. So, das Handy können wir uns nicht anschauen. Das Kreuz aber. Ein schönes Kreuz. Oh, danke. Brauchst du, vielleicht noch ein paar mehr Servietten? Ja. Alles gut, danke. Wir sind so aufdringlich. Oh, so ein niedliches Foto. Meine Nichte und mein Neffe. Ah. Sie sind bezaubernd. Sie ist also gar nicht drauf. Warum musste es von allen Leuten ausgerechnet ihm passieren? Sie ist also schon aufrichtig bestürzt, ja? Typhon setzt sehr auf ansässige Arbeiter. Wir wachsen stetig. Bist du später auch beim Lab dabei? Das ist alles nicht leicht für Ethan. Wir versuchen, ihn aufzuheitern. Ich kann nicht. Aber viel Spaß. Ich bin sicher, er weiß es zu schätzen. Okay. Ich muss mich jetzt für etwas entscheiden, das Dianes Emotionen auf die Spitze treibt. Gabes Gedenktafel? Er war wie ein Vater für Ethan. Und jetzt ist er weg. Das ist so abgefuckt. Diane, ich weiß, du bist kein schlechter Mensch. Aber mein Bruder ist tot wegen Entscheidungen, die ihr getroffen habt. Ich frage mich, wie es dir damit geht. Das wüsste ich echt gern. Alex, Typhon wird alles in seiner Macht Stehende tun, um die Situation zu bewältigen. Das ist die Wahrheit. Okay? Okay. Da ist die Emotion, nach der ich gesucht habe. Seit Dianes Schuld wegen Gabe zu erforschen. Gehen wir rein. Herauszufinden, was Diane wirklich verheimlicht. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben da Unterlagen, wir haben ein Handy und das war's. Fangen wir mit den Unterlagen an. Er kam hierher auf der Suche nach einem besseren Leben. Genau wie ich. Er ist weg. Ich bin noch hier. Und das Handy. Hallo? Miss Jacobs, Deputy Pike hier. Pike, es tut mir leid, aber wir sind gerade sehr beschäftigt. Es gab einen Unfall. Was für eine Art Unfall? Moment, da ist noch was anderes. Ein USB-Stick. Alle wichtigen Geheimnisse sind immer auf USB-Sticks. Das muss es sein. Ich kann nicht ungeschehen machen, was Typhon getan hat. Oder meine Rolle darin. Aber immerhin habe ich alles, was ich brauche, um mich vor ihnen zu schützen. Oh, shit. Sie hat bestimmt Beweise auf dem USB-Stick. Ach, sieht aus, als brauche ich doch eine Ablenkung.
Ja, krass. Das heißt, sie ist ernsthaft bestürzt, weiß aber auch was und hat jetzt auch Angst vor Typhon. Alle haben Schiss vor Typhon. Was geht denn da ab in der Firma? Der freut sich. Ist halt auch so jemand zum Pferdestehlen, glaube ich einfach. Ich mag sie. Alright. Steph, hey, Steph, Diane. Steph. Oh, hey Steph. Wie geht's? Also, wie sieht's bei dir aus? Was meinst du? Bist du Single? Mehr oder weniger Single? Vergeben, aber trotzdem offen für wildes Geknutsche? Oh, wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Werde ich rot? Ich habe das Gefühl, ich werde rot. Nein. Nein. Du bist die Ruhe selbst. Das ist gut. Ich bin geschmeichelt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hey, kein Ding. Wie? Denk drüber nach. Sag mir Bescheid. Ich, naja, bin hier. Oh. Bis dann. Voll süß irgendwie. Wie, es ist ja wirklich geschmeichelt. Ja, nice, das hat super funktioniert. Aber jetzt haben wir alles, was Diane vor Typhon schützt, ne? Ich hoffe, das bringt sie nicht voll in die Bredouille. Oh mein Gott, das war... Alter, ist wie ja krass, krass war das denn? Mein Herz rast. Steph, ich glaube, du hast da gerade wirklich ein Feuer in Diane entfacht. Ich glaube auch. Das wäre nicht das erste Mal. Das war angsteinflößend oder das war der Brüller? Es war halt leider schon sehr lustig, ne? Leute, das war echt mega. Oh mein Gott. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ich allerdings auch. Schauen wir, was drauf ist. Passwort geschützt. Nein. Wer hätte das gedacht? Ich bringe ihn zu Riley. Vielleicht kann sie helfen. Sie kennt sich mit Technik aus. Stimmt. In der Zwischenzeit müssen wir ein Lab veranstalten. Ja, nice. Schnapp dir deinen Hut, wir sehen uns im Park. Und denk an deine Gitarre, okay? Mütze behalten oder Gitarre? Echt? Ich sag mal Mütze behalten. Eine Frage. Wenn das Lab vorbei ist, kann ich die Mütze behalten? Ich würde sagen, das hängt davon ab, wie du dich schlägst. Alter, Challenge accepted. Und? Ist das Teil fertig? Ja, gerade so. War die ganze Nacht wach. So viel habe ich seit Jahren nicht geschnitzt. Wie aufregend. Okay. Ich brauche meine Gitarre und die Mütze, die Steph mir gegeben hat. Aber erstmal schauen wir wieder mal aufs Handy. Black Lantern, wir haben diesen Nachmittag geschlossen, um an Steph Gingrichs Live-Action-Spiel teilzunehmen. Wir sehen euch heute Abend im Park für das Frühlingsfest. Viel Spaß und Live-Action-Spiel. Was? Das nennt sich LARPA. Das wusste ich. Ich habe dich bloß auf die Probe gestellt. Süß. Wow. Typhon entlastet Typhon offiziell von jeglichem Fehlverhalten, die zum Tod eines Mannes durch Typhon-Explosion geführt haben. Überzeugend. Die Sheriff-Behörde möchte Ihnen ein kurzes Update bezüglich der laufenden Ermittlungen im Todesfall von Gabe Chen geben. Herr Chens Tod wurde offiziell als Unfall eingestuft. Die Ermittlung läuft allerdings noch und wir möchten Mitglieder der Gemeinde, die womöglich über wertvolle Informationen verfügen, ermutigen, hervorzutreten und diese mit uns zu teilen.
Unser Ziel ist es, ein gutes Verständnis der Ereignisse zu haben, die zu Herr Chens Tod führten, um zukünftig weitere Unfälle in der Gemeinde zu vermeiden. Vielen Dank für Ihren Dienst, Deputy Pike. Wenn es ein Unfall war, warum ermittelt ihr noch? Wie oben erwähnt, ist unser Ziel jetzt, genug Informationen zu sammeln, um derartige Unfälle in der Zukunft zu vermeiden. Unfall. Unnötige Anführungszeichen. Ich lecke gerne Stiefel. Geh wieder an deinen sicheren Rückzugsort. Bitte zwingen Sie mich nicht, die Kommentare zu deaktivieren. SMS, Steph und Ryan. So. Achso, okay, ist schon da unten, Entschuldigung. Grünes Licht für den Plan und dann Ablenkung, Ablenkung. Sehr cute. Streifenhörnchen, auch sehr cute. Duckys Geschenk dafür, dass ich seinen Whisky gefunden habe. Es ist ein einzigartiger Ausdruck der Dankbarkeit. Absolut. Vielleicht finden wir hier ja auch eine neue Erinnerung. Da waren einige echt süße Fotos von Gabe und Ethan drauf. Ja. Musikkram. Sugar Pie Riot, Kings of Leon und Brianna Lilac. Ich finde Sugar Pie Riot klingt gut. Falls wir das überhaupt hören können in unserer Version. Scheint nicht so. Aber wir können anscheinend ein bisschen hier ausruhen in der Zeit und den Gedanken von Alex ein bisschen lauschen. Manchmal ist es schwer zu sagen, wo Gabe aufhört und ich beginne. Sein Job, seine Wohnung, sein Leben hier. Aber ich denke, den deutlichsten Übergang sehe ich in Steph und Ryan. Wenn wir alle zusammen sind, stelle ich mir vor, wie er an meiner Stelle da ist. Und ich werde zum Zuschauer dieses Lebens, das ich kaum kannte. Oder ich entscheide mich dafür, Gabe zu vergessen. Und so unwahrscheinlich es auch ist, zu akzeptieren, dass Steph und Ryan meine Freundschaft schätzen. Unabhängig von Gabe. Kann ich verstehen. Ich denke, ich weiß, was Gabe wollen würde. Selbstzweifel, dass sie gerade nur so ein Ersatz ist, ne? Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Glaube ich wirklich nicht. Hat sicherlich auch einen Einfluss darauf, dass sie seine Schwester ist, aber es wird nicht der einzige Grund sein. So, das war hier gewesen, ne? Dann schauen wir von hier aus wieder weiter. Videospiel. Ich habe Steph kein einziges Mal besiegt. Das muss bedeuten, dass ein Sieg überfällig ist, oder? Wahrscheinlich. Und dieses? Nein, nicht das. Da waren einige echt süße Fotos von Gabe und Ethan drauf. Ich weiß, es ist Ethans Spiel, aber ich bin Stufe 73 und werde ganz bestimmt nicht aufhören. Kann ich verstehen. The Sword of Dust in Daylight ist eh erst ab 16, also ja, Teenagers only. Ich glaube, die Mütze war hier. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Okay, wissen wir das schon mal? Das war von Steph zwar nur als Joke gedacht, aber irgendwie mag ich es. Ich weiß nicht mal, ob ich das richtig mache, aber ich hatte das Gefühl, ich muss etwas tun. Dann hier ein Foto. Das Leben in Haven wäre viel schlimmer ohne diese zwei Weirdos. Dann der Gartenzwerg. Ein Einweihungsgeschenk von Eleanor. Sie meinte, Gabe hat diese kleinen Kerle geliebt, aber ohne Sonnenbrille. Schade. Nur mit Sonnenbrille sind sie erträglich eigentlich. Jetzt sind wir einen Schritt näher dran. Absolut nicht Firmensabotage-Aufgabenliste. Herausfinden, was mit Diane los ist, sie vielleicht lesen, Alex arbeitet dran, öffentliche Aufzeichnungen für Typhon-Unfallberichte überprüfen, Ryan erledigt, rechtliche Wege, eine Beschwerde gegen Typhon einzulegen, Ryan erledigt. Wie sich herausstellt, ist Gesellschaftsrecht kompliziert. Privatdetektiv kontaktieren, Steph, alle drei sind irre teuer, vergesst es. Andere Typhon-Städten in den USA im Ausland nachgucken, Ryan, offen. Bergarbeiter in der Black Lantern ausspionieren, Alex, offen. Willst du, dass ich gefeuert werde? Nein. Mit dem Dark Web einen Hacker finden, Steph, erledigt. Konnte das Dark Web nicht durchschauen, verstehe ich. Eine Pause einlegen und Nightmare on Elm Street gucken, erledigt, erledigt, erledigt und es war klasse. Eine Kopie des vollständigen Polizeiberichts erbitten, Ryan. Und was hält Haven von Typhon? Radioumfrage. Steph. Nice.
Da haben sie auf jeden Fall einen guten Plan entwickelt. Notiz. Steph, ich werde dich umbringen. Das ist von Jet. Alex, Steph sagte mir, dass du bereit wärst, an unserem nächsten Abend mit offenem Mikrofon zu spielen. Es wird die Stimmung auflockern und das Eis brechen. Klappt das für dich, Jet? Cool, dann haben wir vielleicht einen kleinen Auftritt. Schön. Da ist unser THC-Gummibärchen. Ich wünschte, ich wäre Steffs Rat gefolgt. Ja, davon hatten wir ja 5 gegessen. Das war echt eine scheiß Idee von Alex. Da ging's ja gar nicht so gut. Alex, vielen Dank für die Runde Kicker. Ehrlich. Und iss immer nur einen davon. Steph. Ist aber auch übel, immer nur ein Gummibärchen zu essen. Also egal jetzt, ob ein normales oder ob Drogen drin sind. Ich glaube, das fällt immer schwer. Ich krieg dich immer noch nicht auf. Irgendwo hier muss doch ein Schlüssel sein. Vielleicht können wir den finden. Wow. Steph ist ein Rockstar, dass sie das zusammengestellt hat. Ethan wird ausflippen. Ein Tag im Königreich von Kallens. Willkommen, Reisende. Heute besucht Thaynor, der Monsterjäger, das notleidende Stoneborn, die Hauptstadt von Kallens. Kann er die hungrige Monsterhorde töten und das Königreich retten? Lab-Grundlagen. Ein Lab, in Klammern Live-Action-Roleplaying, ist ein Spiel, in dem Spieler ihre Charaktere durch Aktivitäten darstellen, mit Kostümen und Requisiten für noch mehr Spaß. Sicherheitsregeln. Wir sind hier, um Spaß zu haben. Schlagt nicht zu hart zu. Zielt auf Arme, Beine, Torso, hinten, Seiten, vorne. Vermeidet Hände, Füße, Nacken, Kopf. Spielt es aus. Wenn ihr getroffen werdet, lasst ein Grunzen hören oder zeigt eure Verletzung. Danke für eure Hilfe. Es bedeutet mir viel. Steph. Name Elwin. Volk Halbelf. Klasse Bade. Stufe 1. Trefferpunkte 10. Angriffe, Name, Effekt, verstimmter Akkord, ein Schaden. Magie, Name, Effekt, heilende Serenade, plus 1 Gesundheit für dich und deine Verbündeten, ergreifende Hymne, verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Hintergrund. Seit einer ungewöhnlichen Begegnung mit einem Schreckenswolf, der ihre Laute verschluckte, ist Elwin die Bardin eine treue Gefährtin von Thaynor, dem Monsterjäger. Die zwei haben viele Prüfungen bestanden und folgten vor kurzem dem Ruf nach Helden in der Stadt Stoneborn. Nicht Bronn. Da ist Thaynor. Thaynor, Mensch, Krieger, Stufe 1, Trefferpunkte 10. Angriffe, Stich, 2 Schaden, Flammenklinge, 1 Schaden und 1 Feuerschaden über die nächsten 2 Runden. Magie, Schild des Mutes, beschützt Thaynor vom nächsten Angriff. Hintergrund, Thaynor, der Monsterjäger, ist der größte Held der Natterhalbinsel. Selbst das kleinste Kind weiß, dass er einmal mit bloßen Händen einen Talbär besiegte und einen Speer in die Brust eines fliegenden Gespensts schleuderte. Dank Thaynors unvergleichlicher Stärke wurden ganze Städte von der Geißel der Dunkelheit befreit. Und die letzte Seite ohne richtige Map. Voll cool, Steph. Stoneborn, die Hauptstadt von Kallens, das Sommerschloss seiner Majestät, die Königstraße, die durstige Möwe, das Elster-Emporium, Spinnenbeingasse, Fluss der Sorgen, Schreckenswolfhöhle und Achtung, Sumpftroll. Das klingt voll gut. Ich freue mich da drauf. Warum freue ich mich so da drauf? Aber ja, man muss sich ja auch mitreißen lassen können. Ziehen wir uns mal wieder um, oder? Haben wir neue Outfits? Da, was ist das? Sind das... Ach, das sind Vögelchen. Okay. Hier sind Wale. Gut, das steht ja aber auch gut. Aber wir sind ja hier Rotkehlchen. Wir nehmen die Vögelchen. Schuschu. Eine Schreckensratte schließt sich deiner Gruppe an. Nice. Aber ich habe jetzt keine Erinnerung gesehen. Ich hoffe, ich habe nirgendwo den Punkt übersehen. War hier gerade irgendwas? Nee, okay. Vielleicht noch von Schuschu, was ich da im Augenwinkel gesehen habe. Hier können wir nichts machen. Notizen. Eines Tages höre ich auf, ein Gammler zu sein. Aber für den Moment bin ich einfach nur dankbar. Alex, ich weiß dein Angebot, Miete zu zahlen, zu schätzen. Nimm dir ein paar Monate, um dein Sparschwein zu füllen. Dann können wir reden. Jet. So nett. Das ist so nett. Echt krass. Gehen wir vielleicht erstmal rauf, wenn wir schon können. Vielleicht finden wir da eine Erinnerung. Irgendwo muss ja noch was zu finden sein, eigentlich. Würde man zumindest vermuten. Es scheint langsam Herbst zu werden, so wie das hier aussieht. Nee, Quatsch, es ist doch Frühlingsfest. Never mind, wenn Frühlingsfest ist, dann wohl eher nicht.
Ich dachte gerade, aber vielleicht muss einfach nur gegossen werden. Ja. Der Garten sieht übel aus. Wie oft Gabe hier wohl high wurde und die angestarrt hat. Wird schon mehr als einmal gewesen sein. Oder täglich. Möglich, auf jeden Fall. Das heißt, sie sind nur vertrocknet. Können wir das hier machen? Können wir das hier nutzen? Und einmal alles, ne? Gießen, vielleicht? Ich habe seit Jahren nicht vor Leuten gespielt. Das war ein guter Abend. Na, es freut mich. Also hat sie aber doch schon mal vor Leuten gespielt. Ich dachte, sie hätte noch nie. Was ist das da oben? Ist das ein Vogel, der sich auf der Stelle dreht? Was ist das? Okay, seht ihr das vor der Wolke? Ich glaube, das ist ein Vogel, der sich auf der Stelle immer so im Winkel verändert. Weird. Never mind. Pflanzen. Jeden. Machen wir mal ein bisschen Gartenarbeit hier. Wo hat sie es hingepackt? Ach, ah. Nicht viel besser. Einfach nur auf dem Boden. Kann man machen. Geht natürlich. Haben wir hier noch weitere Optionen? Oh, ja, hier vorne direkt. Niedlicher Vogel. Hör mal, Alter. Wenn du hier leben möchtest, musst du dein eigenes Geschirr spülen. Und das hier jäten wir auch. Ein paar kleine Aufgaben können wir auf jeden Fall mitnehmen. Eigentlich würde ich gerne überhaupt so viel wie möglich mitnehmen. Sind wir ja auch schon fleißig mit dabei. Ich finde die Bluse mega schön. So eine hätte ich auch gerne. Tja. Zumindest besser als nichts. Das ist wohl wahr. Und hier vorne können wir vielleicht auch noch was tun? Fragezeichen? Oder auch nicht? Das Übungsgrün? Bis jetzt ist Ryan eigentlich der Einzige, der das benutzt. Vielleicht sollte ich es ihm einfach schenken. Aber können wir denn noch was tun? Können wir jetzt vielleicht das Wasser hier benutzen? Nee, keine Aktionsmöglichkeit leider. Ich habe das Gefühl, ich übersehe hier gerade was. Aber damit kann man nichts machen. Also können wir leider gerade auch nicht gießen. Oder haben wir jetzt, wo wir die beiden Beete gejätet haben, neue Optionen? Ach, nicht viel besser. Das ist das Alte. Hier links passiert nichts. Tja, zumindest besser als nichts. Nee, ich sehe jetzt leider keine weitere Option. Aber ich habe auch keine Erinnerung gesehen. Schade eigentlich. Na gut, gehen wir runter. Hoffen wir mal, dass wir nichts übersehen haben und das einfach alles war. Dann schnappen wir uns mal unseren Hut. Ich bin sehr gespannt, wie er aussieht. Und unsere Gitarre. Und dann schauen wir mal, was uns erwarten wird. Da sind wir wieder unten. Sehr schön. Und ich würde natürlich auch gerne diesen Schlüssel hier irgendwann finden. Eventuell ist das ja sogar möglich. Ha, da ist sie. Hier ist echt ein... Oh, Schlüssel! Hier ist einiges drin. Nice. Ich denke, ich weiß, wo du reinpasst. Ich denke auch. Sehr cool. Halb Person, halb Kipplaster. Ich verstehe dich. Deep. Ja, ich muss nicht wissen, wofür die war. Manchmal ist es besser so, Alex. Noch eine von Gabes versteckten Dosen. Mann. Das sieht aus wie Priscillas Mütze. Wenn jetzt noch eine Feder dran wäre, dann sehen wir aus wie Priscilla. Steph weiß, wie man mit wenig Geld ein Lab veranstaltet. Hoffentlich gefällt es Ethan. Oh, dann performen wir den Wolfenstorm. Die Feder muss von der Mütze abgefallen sein. Es gibt eine Feder. Vielleicht ist sie hier irgendwo. Ja, nice. Wie süß. Oh. Das hatte Gabe bei sich. Pike hat mir die vor ein paar Tagen vom Gerichtsmediziner vorbeigebracht.
Ich habe mich bisher gedrückt, die durchzusehen. Wir sollten es aber tun. Okay. Man kriegt den Jungen aus dem Jugendknast. Ist es ein Dietrich? Ja, oder? Schlüssel? Oh. Du bist heiß, beeil dich und beende deine Schicht. Mit Liebe, Charlotte. Ein Streichholz übrig. Ich weiß nicht warum, aber es muss etwas Besonderes für Gabe gewesen sein. Gib nicht auf. Man weiß nie, wann man ein Streichholz braucht. Nehmen wir es mit? Ich gebe noch nicht auf, Gabe. Sehr schön. Ich suche lieber nach der Feder. Was die Details angeht, ist Steph echt kleinlich. Ja, aber ich will vor allem diese Schublade hier öffnen. Freischalten ist ein bisschen komisch übersetzt für Unlock an der Stelle. Aber hey. Ein Notizbüchlein. Das war bestimmt von Gabe. Scheiße, Richtigstellenliste. Alex finden, Besitzer des gestohlenen Chevys finden, Jet die rentenfreie Zeit zurückerstatten, hat er sogar gemacht, Ernestos Walkman zurückgeben, an die Lawrence Jugendstrafanstalt spenden, dich bei Vic entschuldigen, neue Bonk für Kevin, dich bei Zoe entschuldigen, dich diesmal wirklich bei Katja entschuldigen, dich bei Ira entschuldigen und ihm sagen, dass dir seine Remixe gefallen. Die Liste ist echt lang, aber ich wette, er hätte alles abgehakt. Das denke ich auch. Dich bei Oscar entschuldigen, Herrn Wahlbeck für den Chevy entschädigen, dich bei dem Typen im Einkaufszentrum entschuldigen, einen Dankesbrief an Lenny schreiben, Frau Franks einen Scheck für das zerbrochene Fenster schicken, sie ist nach Maryland gezogen, finde sie, Frau Henry von der Buckman High School schreiben und ihr sagen, dass sie recht hatte und Papa vergeben. Der wollte wirklich alles richtig machen. Wow, Gabe. Du findest immer noch Wege, mich aus der Bahn zu werfen, ha? Sehr beeindruckend, auf jeden Fall. Aber leider nichts, was wir uns genauer ansehen können. Die Feder. Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir eine Feder gesehen hätten. Überlass es mir, Gabes Fahrrad bei der ersten Fahrt zu schrotten. Wenigstens hatte Ryan was zu lachen. Ob wir sonst... Point-and-Click-Denkweise. Okay, da ist die Feder. Ich dachte gerade, oben auf der Terrasse wäre noch so ein kleiner Vogel. Also notfalls kann der uns vielleicht eine geben. Aber da scheint eine zu sein. Okay. Nehmen wir uns. Wir sehen so süß aus. Okay. Jetzt brauche ich nur noch meine Gitarre. Nehmen wir uns. Hell yeah, sind wir Alex bereit. Die Badin, zu ihren Diensten. Zeit loszuziehen. So. SOS, nicht sicher, ob das Lab stattfinden wird. Ethan ist nicht interessiert. Scheiße, klingt, als hole sein Vater ihn ein paar Stunden ab. Scheißleben. Ideen? Lass mich versuchen, mit ihm zu reden. Bin gleich da. Heldin. Oha. Unerwartete Wendung. Haben wir noch Gedanken dazu oder eher nicht so? Leute, werden wir es schaffen, Ethan für unser Lab zu begeistern? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Dramatisches Ende.